Hunderte Demonstranten vor Schloss Bellevue. Die Causa Wulff im Rückblick. Berlin. Bundespräsident Christian Wulff wurde mit dem großen Zapfenstreich am Schloss Bellevue verabschiedet. Das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr zu Ehren eines Anlasses oder einer Person war in Anbetracht der Rücktrittsumstände umstritten. Es waren circa 200 Gäste geladen, darunter zahlreiche Kabinettsmitglieder wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, Wirtschaftsminister Philipp Rösler, FDP und Verkehrsminister Peter Ramsauer, CSU. Weiterhin waren der Bundespräsident Norbert Lammert, CDU, und Bundesratspräsident Horst Seehofer, CSU, zugegen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voskuhle, nahm an der Verabschiedung nicht teil. Wulff war von 2003 bis 2010 Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und wurde am 30. Juni 2010 im dritten Wahlgang von der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Sein damaliger Konkurrent Joachim Gauck wird in aller Voraussicht nach am 18. März 2012 beerben. Bereits kurz nach seiner Wahl machte er während des Nationalfeiertages anlässlich der deutschen Einheit am 3. Oktober 2010 auf sich aufmerksam, indem er den Islam neben den Christen und Judentum zu Deutschland zählte. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Der Islam, meine Damen und Herren, gehört inzwischen auch zu Deutschland. Diese umstrittene Äußerung verstärkte die ohnehin schon große Wertschätzung in Migrantenkreisen, da er bereits während seiner Amtszeit als niedersächsischer Ministerpräsident im April 2010 Aygül Özkan als Landesministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration in sein Kabinett Wulff II berufen hatte. Weiterhin kritisierte Wulff im Sommer 2011 die Entscheidungen von hochrangigen Politikern und der Europäischen Zentralbank EZB bezüglich der Staatsschuldenkrise im Euroraum. Der Jurist Wulff hielt den Ankauf von Anleihen einzelner Staaten für rechtlich bedenklich und sprach sich gegen sogenannte Eurobonds aus, da diese seiner Auffassung nach die Schuldenlast auf spätere Generationen verlagern würde. Im Dezember wurde Christian Wulff, während er sich auf Auslandsreise im arabischen Raum befand, von der Bild kontaktiert und um Stellungnahme zu den geschäftlichen Beziehungen zwischen ihm sowie der Familie Gerkens gebeten. Speziell ging es den Journalisten um einen Privatkredit in Höhe von 500.000 Euro, welchen Wulff im Jahre 2008 zwecks Hauskauf erhalten haben soll. Und wieso er diesen während einer Befragung bezüglich der Geschäftsbeziehung von Egon Gerkens dem Niedersächsischen Landtag verschwiegen hat, sogar auf Nachfrage jeglicher Geschäftsbeziehung zu den Unternehmern verneinte. Diese sogenannte Kreditaffäre drehte sich primär um rechtliche Spitzfindigkeiten, da der Kreditvertrag de jure zwischen der Ehefrau Edith Gerkens und Christian Wulff zustande kam. Dennoch besteht nach Auffassung des Wissenschaftsrechtlers Alexander Schall de facto eine Geschäftsbeziehung. Schall argumentiert in einem bemerkenswerten Beitrag für die Frankfurter Allgemeine, dass der Tatbestand des Kreditauftrages nach § 778 BGB erfüllt sei, da nach dieser Vorschrift ein Kreditauftrag vorliegt, wenn eine Person von einer anderen beauftragt wird, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einen Kredit an einen Dritten zu gewähren. Diese Rechtsnorm wendet Schall anschaulich auf die Causa Wulff an. Wer Egon Gerkens, einen anderen, Edith Gerkens, beauftragt, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einem Dritten, Christian Wulff, ein Darlehen oder eine Finanzierungshilfe zu gewähren, haftet dem Beauftragten für die aus dem Darlehen oder der Finanzierungshilfe entstehenden Verbindlichkeit des Dritten als Bürge. Somit bestand zum Zeitpunkt der Befragung Wulffs durch den Landtag tatsächlich eine Geschäftsbeziehung zu Herrn Gerkens aufgrund der Bürgschaftsverhältnisse. Nach tagelangen Forderungen seitens aller Fraktionen trat Bundespräsident Christian Wulff kurz vor Weihnachten vor die Presse und verlas eine Erklärung, in der er sein Bedauern äußerte: „Das tut mir leid“, und kündigte an, dass er für volle Offenheit sorgen werde. Allerdings ließ er Nachfragen bezüglich der Umwandlung des Kredites durch die Landesbank Baden-Württemberg mit schwankenden, sehr niedrigen und zugleich fragwürdigen Zinsen unbeantwortet.
Eine Bitte um Entschuldigung oder gar ein Rücktritt kam für Wolf augenscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage. Zuvor hatte er seinen jahrelang Vertrauten und Sprecher Olaf Glaeska von dessen Aufgaben entbunden. Gegen Glaeska wird derzeit wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit ermittelt. Anfang Januar 2010 sollte aus der Kreditaffäre eine Medienaffäre werden, nachdem ein Anruf von Wolf bei der Redaktion der Bild auszugsweise publik wurde. Der Vorwurf lautete verfassungswidriger Versuch der Beeinflussung der Presse. Laut Angaben der betreffenden Zeitung soll Wolf kurz vor der Veröffentlichung des Artikels bei dem Chefredakteur Kai Diekmann angerufen, auf die Mailbox gesprochen und mit Konsequenzen gedroht haben. Da der Anruf nicht veröffentlicht wurde, ist strittig, ob ein Verfassungsverstoß vorliegt, und der Schwarze Peter wurde zwischen beiden Parteien, Wolf und seine Anwälte auf der einen, die Redaktion der Bild auf der anderen, hin und her geschoben. Es folgte ein Interview mit Ulrich Deppendorf und Bettina Schausten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, von dem sich manch aufmerksamer Beobachter Aufklärung erhoffte. Erneut äußerte Wolf sein Bedauern, dieses Mal über den Anruf. Das war ein schwerer Fehler und verwies auf eine Handlung aus dem Affekt heraus. Man ist Mensch und man macht Fehler. Auch der Nachfrage, weshalb er in den vergangenen Wochen lediglich stückchenweise, sogenannte Salmiak-Taktik, antwortete, wich er aus und begründete sein Vorgehen folgendermaßen. Wenn Sie nur scheibchenweise Anfragen bekommen, können Sie nur scheibchenweise antworten. Bedauerlicherweise erinnerte das Gespräch insgesamt eher an ein verletztes Kind. Habe mich eher als Opfer gesehen, nicht als denjenigen, der Bringschuld hat. Und böse Zungen mögen sagen, dass selbige einem Bundespräsidenten, einem Staatsoberhaupt, unwürdig war. Besonders ärgerlich ist der Umstand, dass Wolf in dem Interview umfassende Transparenz versprach, um endgültig Licht ins Dunkel zu bringen. Dieses Versprechen jedoch nicht hielt. Es folgte lediglich eine wenige Seiten lange Zusammenfassung der Sachverhalte, Kreditfinanzierung des Heimerwerbs unter anderem. Im Internet, welcher erst nach öffentlichem Druck Details folgten, aber eine komplette Einsicht der Unterlagen ist bis heute nicht möglich. Wolfs Anwalt verwies auf die Verschwiegenheitspflicht. Erneut spielten juristische Spitzfindigkeiten eine Rolle. Nach der Medienaffäre kam letztlich die Freundeaffäre, bei der es um die Beziehung zwischen Christian Wolf auf der einen Seite und Carsten Maschmeyer, Wolf-Dieter Baumgartel, dem Ehepaar Angela Solaro-Meyer und Volker Meyer sowie David Gronewold unter anderem ging. Maschmeyer soll mehrfach vorteilig für Wolf aktiv geworden sein, angeblich ohne dessen Wissen. Beispielsweise wurde bekannt, dass Maschmeyer im Jahr 2007 eine Anzeigekampagne für Wolfs Interviewbuch »Besser die Wahrheit« schalten ließ und somit mehr oder minder den Wahlkampf Wolfs unterstützte. Weiterhin ging es um teure Urlaube in Italien mit Herrn Baumgartel und auf der Insel Norderney mit der Familie Solaro-Meyer. Inwiefern diese Urlaube mit dem Ministergesetz des Landes Niedersachsen vereinbar sind, ist ungeklärt. Der Filmproduzent David Gronewold hat mehrfach Reiserechnungen für Wolf bezahlt, obgleich letzteres erklärt hat, dass er die Rechnung im Anschluss bar beglichen habe. Neben dieser fragwürdigen Zahlungspraxis sorgten Gronewolds Bemühungen, die Reisen zu verschleiern, nicht nur für mediale Aufmerksamkeit. So verlangte Gronewold bei dem Hotel auf Sylt die Herausgabe der Belege und holte selbige schließlich persönlich ab, nachdem das Hotel sich weigerte, diese postalisch zuzustellen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat wegen dieser Vorwürfe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am 16. Februar 2012 beantragte die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität von Christian Wolf, um Ermittlungen wegen Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung einzuleiten. Einen Tag später trat Bundespräsident Christian Wolf von seinem Amt zurück. Während der Verkündung sagte er hinsichtlich der Menschen im Land, dass dieses Vertrauen und seine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt seien. Und er wolle den Weg zügig für die Nachfolge freimachen. Am 8. März 2012 fand in Berlin nun der umstrittene große Zapfenstreich statt, welcher während des gesamten Aktes von deutlich hörbaren Pfiffen, Trillerpfeifen und Wubuzuelas samt Buhrufen sowie anderen Zwischenrufen begleitet wurde.
da sich mehrere hundert Demonstranten zum Protest vor dem Schloss Bellevue versammelt hatten. Ist der große Zapfenstreich in Anbetracht der Umstände angemessen? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Zeremonie per se. Der Abschied und der damit verbundene Ehrerbietung bezieht sich auf zwei Sphären des Bundespräsidentenamtes. Einerseits wird der Amtsinhaber, der Mensch, verabschiedet, andererseits wird dem Amt und der ihm inhärenten Würde Respekt erwiesen. Diese Dichotomie erkennt man bereits an dem Ablauf der Zeremonie, welche mit dem Einmarsch des Wachbataillons beginnt. Durch eine Serenade, die bis zu vier vom Amtsinhaber frei wählbaren Musikstücke beinhaltet, unterbrochen ist und mit einem stets gleich ablaufenden, lediglich geringfügig veränderbaren Zeremoniell beendet wird. Die Angemessenheit des Ehrensoldes samt des Büros, Dienstfahrzeugs und Mitarbeiterstabs dürfte die Politik sowie Medien die kommenden Wochen beschäftigen und hoffentlich zu einer Reform des Ehrensoldes führen. Unstrittig ist die Existenzberechtigung des Ehrensoldes. Beispielsweise könnte man die Höhe der Bezüge an die Dauer der Präsidentschaft knüpfen. Allerdings ist zu konstatieren, dass Wulffs Anspruch auf Ehrensold plus Stab verfrüht ist, da das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen ist. Er hätte sich und dem Amt einen Gefallen getan, wenn er seine Entscheidung zunächst offen gelassen hätte oder zumindest Verzicht auf Teile des Soldes angekündigt hätte. Nach Abschluss des Verfahrens und einem möglichen Freispruch bzw. einer Einstellung hätte Christian Wulff seine Ansprüche immer noch geltend machen können. Kritiker vertreten die Auffassung, dass die Debatte dem Amt schade, scheinen jedoch die Tatsache außer Acht zu lassen, dass ausschließlich der Amtsinhaber dem Amt schaden kann. Von außen kann man ein Amt beleidigen, sich dem Amt gegenüber ungebührlich, sogar beleidigend verhalten. Jedoch beschädigt man mit derartigen Handlungen nicht das Amt, sondern lediglich seine eigene Reputation. Ein wahrhaftig würdevoller Amtsinhaber ist sowieso über jede Ungebührlichkeit erhaben. Christian Wulff, Bundespräsident, lächelte, als er seine Frau Bettina nach dem Abschied erblickte, und gemeinsam verließen sie die Veranstaltung.